Dicke! Bei ihm stehen die Zeichen absolut auf Gefahr. Und auch bei meinen nächsten Gästen, die hier im Talk sind, könnte das eine oder andere in die Luft fliegen. Jungs, Modern Talk, wie geht's euch? Wunderbar. Ja? Ja, was soll bei uns in die Luft fliegen? Ich weiß es nicht, die Bühne. Ihr habt doch immer so Videos da hinten, zischt es und knallt es, wenn man die letzten Videos nicht angeguckt hat. Immer Action. Action Satisfaction. Ja, das stimmt. Ihr habt ja auch jeweils immer einen Schützling heute hier beim Dome. Die It-Girls bei dir und Milane bei dir. Redet ihr vorher noch mit denen? Gebt ihr noch ein paar Tipps? Ach nee, also ich gebe keine Tipps, weil die müssen selber auf der Bühne überleben. Ja, ja, ich meine, Milane ist 14 und ich sage ja schon ab und zu mal was. Weil ich habe 20 Jahre lang nonstop Fehler gemacht und aus Fehlern lernt man eben, ich jedenfalls. Und da kann man vieles sagen, was man besser nicht macht. Finde ich klasse. Finde ich klasse, dass ihr bei mir wart im Talk. Viel Spaß noch bei der Show und ihr bleibt dran bei The Dome. Nach einer kurzen Pause startet The Dome voll durch. Das Maul und das nur, weil er eine Vorliebe für schöne Frauen hat. Aber wer hat die nicht? Heute sind sie zu uns gekommen, um uns ihre neue Single Last Exit to Brooklyn zu präsentieren aus dem Album Amerika. Hier sind für euch Thomas Anders und Dieter Bohlen alias Modern Talking. Wir singen jetzt für euch unseren Formel 1-Hit. Win the race!